durch Detroit. Ach, jetzt löst er sich auf. Hey Leute, warum? Jetzt mal im Ernst. Ach, Handbremse. Ja? Warum? Das fahre ich nochmal hoch, um dir mal kurz die Kartenbegrenzung zu zeigen und dann fahren wir den Weg da lang. Jetzt sehen wir den, ja? Also, fahren wir nochmal hoch. Fahren wir diesmal auch noch ein bisschen näher ran, damit man doch ein bisschen besser erkennt. So. Ja, da sieht man, das ist so ein runder Kreis mit so. Mit so einem weißen Balken drin, ne? Da bewegt sich das, da bewegt sich das so komplett lang. Da hat die Kartenbegrenzung. So viel zum Thema Open World. In einer gut gemachten Open World würde man eine Begrenzung gar nicht so mitbekommen. Ja, ja. Das ist übrigens auch so ein Ding, was ich immer gerne bei Monster Hunter World anspreche, wo ich dann immer sage, asiatisches Open World. Da haben sie es sehr restriktiv gemacht. Da hat man so sehr viele Pfade, die man zwar so und so laufen kann, aber insgesamt merkt man halt doch diese Designbegrenzung, ne? Dass dann asiatisches Open wird. Was natürlich jetzt nicht schlecht ist. Also das Spiel ist trotzdem gut. Also, ne? Spiele ich trotzdem gerne. Auch wenn das sehr asiatisches Open World ist. Ne? Da werde ich auch im Urlaub wieder ein paar Aufnahmen machen. Überlege, ob ich gestern noch ein paar Aufnahmen mache, aber gestern habe ich es da nicht gemacht. Wobei ich solche Begrenzung besser finde als diese unlogischen Talkessel, aus denen es außer blockierten Tunnel nie einen Ausweg gibt. Ja. Man könnte aber auch mehr machen auf der Innenseite. Und vielleicht einen sehr dichten Wald, wo man einfach nicht durchfahren kann. Ne? Dann hat man keinen Talkessel. Ne? Dann hat man schon mal Wald. Es gibt ja verschiedene Designmöglichkeiten. Oder einfach ein paar Häuser, wo man dann nachher nicht durchkommt. Ne? Abgesperrte Zone, Bauzaun. Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Wenn man die intelligent... Oh, da vorne ist der nächste Weg. Wenn man die halt intelligent mischt und abwechslungsreich, dann kriegt man das schon gut hin. Das ist aber das unheimlich Schwierige da dran, ne? Ich spiele zum Beispiel hin und wieder gerne auch Minecraft. Und zwar am liebsten immer gerne Skyblock. Und militärische Sperrgebiete in Russland. Sicher gerne, genau. Ja, genau. Wie gesagt, ich spiele auch gerne Minecraft und das am liebsten dann halt Skyblock. Und da bin ich manchmal auf solchen komischen Servern. Kennt ihr diese Server, wo man dann halt sich dann so kostenlos mitspielen kann? Und wenn man irgendwelche Premium-Dinge haben will, dann wollen die halt echt Geld. Und ich mache das mir immer als Auflage so, dass ich mir den Server angucke. Und jetzt kommt das Gemeine. Wenn das ein Arsch-Server ist, sprich, wo den Leuten das Geld regelrecht richtig aus den Rippen geleiert wird, weil sie sonst überhaupt nichts machen können, dann versuche ich das so mit Leckmaschinen und so ein Zeug, den Server sozusagen in die Bedrohung zu bringen, dass der abstürzt. Und wenn es ein guter Server ist, der fair ist, wo man dann als normaler Spieler, also ohne Premium-Account oder sonstiges, was erreichen kann, ne, dann baue ich was Schönes. Und aktuell bin ich auf so ein na, es ist tiefer. Wir probieren es mal aus. Kommt durch. Komm, du schaffst das. Ich weiß es. Du schaffst das. Nicht drehen. Nicht drehen. Nicht drehen. Nicht drehen. Nicht drehen. Nicht drehen. Es wäre auch zu schön gewesen. Das heißt, wir müssen wieder die Katze nehmen. Hoppa, nicht Hauptmenü. Wo haben wir die Katze? Da ist sie. Oh, die ist da hinten. Ach, du grüne Neune. Wie machen wir das am dümmsten? Naja, die muss den ganzen Weg dahin fahren, wa? Ja, ich sehe das schon.
Ja, ist halt so. Ah, ich habe sie nicht genommen. Da ist sie. Ja, wie gesagt, und wenn es dann halt so ein Server ist, der halt ein bisschen fairer ist, dann baue ich richtig was Schönes hin. Und das habe ich jetzt auf den einen Server gemacht, den ich spiele. Da habe ich, wie gesagt, auch wieder kein Echtgeld investiert. Da kann man sich zwar aus so einem Premium-Account holen. Und das war übrigens das vierte Mal. Ah, du zählst tatsächlich mit. Das ist cool. Er zählt tatsächlich mit. Ja, die Statistik, wenn die Statistik... Hast du auch die YouTube-Videos mitgezählt? Wie gesagt, da musst du echt mal zählen. Du kannst ja mal gucken, wenn das Projekt komplett durch ist. Ja, am besten guckst du das auch nochmal auf YouTube an, um das nochmal zu verifizieren. Dann kannst du gerne mal komplett durchzählen und dann kannst du sagen, so, so oft umgekippt, so und so oft Kaffeepause... Und solche Dinge, ja. Und dann kann man halt gucken, was Sache ist. Und dann hat man am Ende die ganz lustigsten Zahlen, ne? Ja. So, mein aktuelles Bauprojekt auf diesem Minecraft-Server ist so eine Höhle. Ja. Hat da so eine riesengroße Höhle gebaut und mit allen drum und dran und so. Schamlose Werbung für den Kanal, ja, so bin ich. Nee, hier will ich auch gar nicht übers Wasser, oder? Obwohl, können wir auch machen. Die Katze schafft das ja. Dann fahren wir da durch. Dann sparen wir uns den Weg. Dann machen wir das so. Ja, wie gesagt, die magische Höhle. Da habe ich so Drachenstatuen reingebaut. Sehr viel begrünt und gemacht und getan. Das Schöne ist auf diesem Server da halt, da kann man halt auch alles ohne Echtgeld erreichen. Oh Gott, mein Hals. Besser. Ja, und der Luzi, der hatte den einen Tag mal meine Höhle gesehen. Und der wusste nicht mehr, was er sagen sollte, weil das Eskalationsstufe over 9000 war. Weil ich da so viel gebaut hatte. Dass der arme Junge fertig war mit den Nerven, ne? Okay, da muss ich eigentlich eher lang. Weil in Minecraft bin ich dann halt eher der kreative Spieler auch. Sowas wie Bed Wars oder sowas, das spiele ich gar nicht. Das ist so ein Spielinhalt, der geht Minecraft technisch bei mir völlig vorbei. Ja. Wenn ich PvP will, dann gehe ich einfach vors Haus. Ich wohne ja in Berlin, wie die meisten wissen. Und mehr PvP geht gar nicht. Noch nicht mal in Afghanistan. Ja. Jetzt ist mir sogar glatt mal die Katze abgesoffen, Leute. Ja, die Katze. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Jetzt habe ich das Fahrzeug und das Fahrzeug. Mal gucken, ey. Warte mal. Vielleicht dreht er sich auch, wenn ich Glück habe. Scheiße. Dass es die Katze jetzt erwischt hat, ist natürlich richtig Scheibenkleister. Ah, und jetzt. Was haben wir denn da für ein Fahrzeug? Scheiße. Scheiße! Hat der Seilwinde? Der hat tatsächlich Seilwinde. Was mag ich jetzt? Was mag ich jetzt? Weil ich will die ja nicht zurücksetzen, ne? Das heißt, ich müsste die Karte eigentlich resetten. Oh Gott, ey. Das heißt, ich müsste die Karte theoretischerweise resetten.
Weil ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrzeug was gedeichselt kriege. Kann ich das vielleicht so ein bisschen umverlagern? Meine Qualitätssicherung fragt mich gerade, ob ich heute zu wenig gebadet habe. Weshalb ich das hier veranstalte. Das Blöde ist, wenn ich wenigstens die Seilwinde in den umgekippten Modus verwenden könnte, das wäre ja wenigstens etwas. So. Ey, könnte heulen vor Freude. Gibt's hier nicht eine Brücke irgendwie rüber? Da gibt's eine Brücke. Warte mal. Mit der Brücke hier rüber kommen, hier sachte an den Weg lang. Hier könnte es nochmal difficult werden, dass ich das vielleicht ein bisschen hochziehe. Es wird nicht einfach. Das wird alles Mögliche. Nur nicht eins. Einfach wird das nicht. Halt, ich habe ja noch ein Fahrzeug hier. Und da hinten ist auch noch ein Fahrzeug. Habe ich das aktiviert? Warte mal. Wir haben ja noch ein Fahrzeug. Leute, wir haben noch ein Fahrzeug. Wir sind noch im Rennen. Warte mal, jetzt lass mir erstmal das Fahrzeug da hinten aktivieren. Danke. Ist auch nochmal so eins. Wir sind tatsächlich doch noch im Rennen, Leute. Wir sind noch im Rennen. Also, jetzt muss ich mal überlegen. Warte mal. Hier ist eine Brücke, da geht's darüber. Wo ist mein abgesoffenes Fahrzeug? Das ist da hinten. Ich bin eigentlich hier auf der richtigen Seite. Mal überlegen. Eine anständige Regie würde dich jetzt auslachen. Kichern, retten kommen und dir das für den Rest der Ewigkeit immer vorhalten. Aber die Regis heute taugen auch nichts mehr. Ja, ich habe gar keine Regie. Das ist das Schöne. Ich habe ja gar keine Regie. So, das heißt, ich muss den ganzen Mist, den ich hier verzapfe, selber machen. Ey, glaub nicht, was meine Qualitätssicherung gerade macht. Ey, Leute, ey. Ich eskaliere gleich. Meine Qualitätssicherung sitzt am PC und liest irgendwelche Foren durch und scheint gespannt mir so zuzuhören. So, dreht sich um, lächelt mich an und hält mit einem Handzeichen ein L am Kopf. Mal sehen, ob der eine oder andere weiß, was das bedeutet. Ja, also wirklich, es kann ja nicht wahr sein. Oh Gott, und mit sowas bin ich verheiratet. Ich sag ja, wie hat Jürgen von der Lippe gesagt? Ja, heiraten ist der beste Weg, um sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Ja, weiß ich ohne immer, was ich so sagen soll. Aber manchmal ist das so. Das ist der einzige Grund. Ja, findet L. Ja, ich weiß. Super, danke. Oh Gott. Ja, Hauptsache jemand hat hier Spaß im Haushalt. L, wie sie liebt dich. Nee, nee, definitiv nicht. Aber ist nah dran. Okay. Geh mal da lang oder da lang. Ja, mach mal. Gott, das ist ja ein nasser Weg. Dieser Weg, der ist ganz nass. Dieser Weg, der ist ganz nass. Den finde ich ganz schön krass. Dieser Weg, der ist ganz nass. Wir können ja mal den Weg kennen. Der sieht etwas trockener aus. Der ist wie ein Martini, trocken. Ja? Dry Drinks, wie man so schön sagt. Geht schön auf den Magen, der Trockene. Oh Gott. Und ausgerechnet mein Magen, wo ich sowieso Probleme habe mit dem Magen. Ja, wenn man es ernst, Leute. So, so sieht schon mal ganz gut aus. Gut, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass das Fahrzeug auch nicht noch absäuft. Gott, hier so am See. Gott, ich bin bescheuert, Leute. Warum tue ich mir eigentlich immer solche Spieler an? Ich weiß es auch nicht. Ja. Als ob Dark Souls nicht genügt, ja? Nee, dann spiele ich auch noch sowas hier. Ne? Ja. Als ob Dark Souls nicht genügt.
Nee, ich muss auch noch so Mist spielen. So, pass mal auf. Jetzt muss man mal sehen. Da lang ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir werden mal einfach hier mal weiterfahren. Hm. Sehr schön. Ah, hier wurden Bäume gefällt. Das sieht man hier so an der pickeligen Landschaft. Ne? Da hat so ein bisschen was von den Achtklässler. Ne? Oder nee, eher noch jünger. Sechsklässler. Ne? Das sieht aus so wie so ein Pizza-Face. Davon müsste es ein Superheld geben. Nicht Scarface, Pizza-Face. Das wäre doch mal was. Hier so wie bei Spaceball. Da gab es doch diese Pizza. Ne? Pizza-Man. Ja, diese. Da war ja auch so eine Nummer. War auch geil. Ne? Schöner Film. Ne? Spaceball, sau geil. Mit der Space-Putze. Ne? Die Weltraumputze, so hieß das. Die ist ja nicht Space-Putze. Weltraumputze. Super Ding. Hat mir gefallen. Die Weltraumputze könnte auch ab und zu mal hier vorbeikommen. Ja. Das ist dann sauber machen für Männer. Ja, sauber machen für Männer. Die Weltraumputze. Ich will mal den Weg gehen. Ja, ich weiß. Ich könnte auch den anderen Weg fahren, aber ich will den Weg fahren. So. Schön hier entlang. Da wollen wir mal gucken, ob wir die Situation hier nochmal gerettet kriegen. Ne? Ja, das war der Hammer. Mit der Katze umzukippen, Leute. Ne? Glaubt mir keiner. Das ist das Schlimmste, was mir eigentlich passieren konnte, die Katze umzuhauen. Also die Katze müssen wir definitiv auch noch retten. Streamen ohne Katze geht doch gar nicht. Und YouTube erst recht nicht. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Rechts oder links? Rechts. Definitiv. Boah, 21 Schaden, ey. Aufgesetzt. Oh. Obwohl ich jetzt gar nicht so ein Tempo hatte, Leute. Ich habe jetzt gar nicht so ein Tempo gehabt. Es ist einfach nur die Strecke hier, die ein bisschen arschig ist, ne? Ah ja, sogar schon teilvorsichtig, ne? Vielleicht sollte ich voll vorsichtig fahren, ne? Nur im ersten Gang und so. Oh. Ab dann. Vorsichtiger geht nicht. So. Bevor ich irgendwie nochmal einen Mist anstelle heute. Leute, da ist schon wieder 11 Uhr. Ich habe heute sogar vor 9 Uhr angefangen. Ne? Vor 9 Uhr. Ja? Eigentlich wollte ich ja nur noch früh shoppen anfangen ab 10 Uhr. Bin heute aber verdammt früh wach geworden. Schuld daran ist Jenny. Die hat mich wieder wach gemacht. Da haben wir sogar direkterweise die Flagge. Sehr schön. Erkunde bergab. So, damit haben wir alle Flaggen auf der Karte erkundet. So, da vorne ist unsere Katze. Da vorne ist unser kleiner Audi. Naja, Audi ist, glaube ich, das nicht wirklich. Wie heißen diese russisch kleinen Fahrzeuge? Ich weiß das gerade nicht. Dirn und Forst, du kennst dich doch damit aus, oder? Wie heißen diese russischen kleinen Fahrzeuge? Wie heißt diese Marke? Komm echt nicht drauf. Hey, ich könnte theoretischerweise auch googeln. Aber eins geht nur, zocken oder googeln. Ne? Da ich jetzt gerade zocke, wird schwierig mit googeln. So. Mal gucken, ey. Wie nah sind wir? Jetzt müssen wir da lang. Yeah. Das Wetter sieht hier also in-game richtig schön aus. Boah, schöner als Real Life. Ne? Ich glaube, ich mache Urlaub in Russland. Hier so schön im Sumpfgebiet. Da werden die Bronchien frei. Auch so ein bisschen mit Feinstaub. Das ist schon geil. So, gucken wir mal. So lang sieht schon mal gut aus.